Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo meine YouTuber da draußen. Ja, endlich ist es soweit, dass ich meine kleine Roomtour hier starte. Ich hätte schon viel früher damit angefangen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Immer mal wieder, ja, verschoben und dann hat man sich überlegt, sollte man vielleicht überhaupt noch was machen und ja, es soll ja irgendwann mal kommen. Für die Leute, die es nicht wissen, ich habe vor ein paar Wochen eine Renovierung hinter mir gehabt. Das hat hier alles nicht so ausgesehen wie vorher. Dem einen oder anderen wird vermutlich auch schon auffallen, dass ein paar der Möbel anders stehen als vorher. Und rechts knarzt meine Vitrine. Ja, das Problem ist, von den ganzen Sachen, die wir hier sehen, habe ich leider das Problem gehabt, dass der Boden bei mir relativ schief ist. Und da hat man ein Problem gehabt, unter anderem das Laminat zu verlegen. Man sieht übrigens hier das Schwarze da unten, das sind Unterleger, weil sonst würden die Vitrinen richtig schief stehen. Und das wäre nicht ganz so toll, muss ich ganz ehrlich. Aber es hat am Ende dann trotzdem gut geklappt. Vor allem Laminat, was man gesehen hat, hier. Juhu, weniger Staub. Wobei man eher gesagt auch Staub, aber nicht mehr ganz so viel. So, hier hat es eigentlich nicht viel verändert, außer dass ich halt ein bisschen ja, das Ganze ein bisschen mehr aufgeräumt habe, dass ich halt die Nintendo-Konsole nach oben gepackt habe und den Rest nach unten. Oder halt hier für meinen HD dann. Ich spiele übrigens momentan, ja, der Puppenspieler für PlayStation 3. Sehr schönes Game, muss ich sagen. Exklusiver Titel, den man nicht unterschätzen sollte, bin ich ganz ehrlich. Und hier haben wir, neben oben meiner GameCube-Vitrine, Vitrine sage ich ja, natürlich Vitrine, Reklametafel, habe ich hier einen Schrank für meinen Krimskram, sage ich mal. Also an sich ist es kein Krimskram in dem Sinne, sondern einfach nur, ja, OVPs, die eine andere Norm haben, die dann halt hier rein verfrachtet wurden. Wie man hier weiter sieht, da bleibe ich natürlich an Karton hier hängen, weil ich noch ein paar bisschen Zeug verkauft habe hier. Bisschen hier genauer arbeiten. Wie man halt hier sieht, alles Mögliche. Hier zum Beispiel GameCube Big Boxen, dann einen 3DS in Peach Form, limitiert. Dann hier noch einen neuen GameCube Controller und alles mögliche andere Zeug hier. Also hier kommt wirklich alles rein, was halt nicht unbedingt jetzt der Standardnorm entspricht von Game UVP, sage ich mal. Und hier unten noch ein paar Sachen. Falls sich der ein oder andere fragt da unten, ja, ich habe mehrere Super N64, weil ja, einmal PAL, einmal US, einmal Japanisch. Und neben dem, wo ich als Standard zum Aufnehmen nehme, ist hier noch ein RGB-gemoddet da drin, den ich leider nicht nehmen kann zum Aufnehmen, weil ich halt kein RGB aufnehmen kann. Da oben, das ist eine Tasche für SuperScope, eine Schutztasche dafür. Wie man halt schon gesehen hat, hier die Big Boxen. Also doch schon einiges. Ja, hier ist noch viel frei. Hier könnte eventuell früher oder später irgendwann mal vielleicht, keine Ahnung, ein paar, ja, Amiibo-OVPs drin vorkommen. Aber ich versuche es momentan zu vermeiden, weil ich möchte natürlich nicht den Raum hier wieder verbrauchen, wie man es halt hier mal sieht. Da hinten ist zum Beispiel sag schnell, hey, mir Wörter nicht einfallen, finde ich das furchtbar. Mein Regal, wo eigentlich die ganzen Handheld-Sachen draufkommen sollen, aber man sieht halt, wenn man es genauer sieht, ich kann mal ein bisschen näher ranzoomen, vielleicht sieht man das dann auch, ohne dass ich hinlaufen muss, dass da halt noch alles Mögliche drauf rumsteht, einfach weil das alles Zeug ist, was ja, verkauft werden soll. Ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ich da noch ein bisschen mal was genauer zeigen soll. Hier oben habe ich dann auch noch meine ganzen OVPs, die halt vorher hier in der Mitte standen. Ich habe halt hier jetzt extra viel mehr Platz. Ich habe halt hier, also, falls man es nochmal genauer sieht, habe ich jetzt auch Schränke, da sind meine Klamotten drin, die brauche ich jetzt nicht aufzumachen. Und hier vorne habe ich dann auch nochmal jede Menge Stauraum, auch ein bisschen was für Handheld und Co. Und ja, wie gesagt, ihr könnt mir da gerne schreiben, ob ich da vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen soll. Oder ja, wie es euch gefallen hat, sage ich einfach mal. Ihr könnt ja vielleicht, ich kann euch dann nochmal den Link schicken vom alten Video. Das ist ein bisschen kurz, aber trotzdem, dass man so einen kleinen Vergleich hat. Und ja, dann, ich komme einfach nicht zum Ende. Dann hoffe ich, hat das Video gefallen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal bei einem Let's Play oder eventuell bei einem anderen Vlog. Ciao, ciao.